Moin moin und willkommen zurück zu noch einer Folge Dark Souls und wir befinden uns im Gemälde, sozusagen in Arno Lando gefunden und da haben wir, sind wir in dieses Gemälde reingetreten und jetzt sind wir hier. So, jetzt werden wir uns mal weiter hier erforschen. Nicht so viel zu erforschen. Durch. Ja, man weiß nicht, wo man hier längst kommt, aber jetzt gehen wir wieder zurück. Gut. Da hoch. Und hochklettern. Ja, ich weiß nicht, wie weit wir hier kommen. Auch mit meinem Geld, hier mit meinem Geld, soll ich sagen, mit meinen Sachen und so. Aber wir versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Daher haben wir schon jemand. Oh, ganz umsonst da hochgeklettert, der gute Mann. Da geht's runter. Wieder ein Gebiet hier. Jemand? Da hinkommen. So, warte mal, da liegt ja noch jemand, den holen wir uns jetzt noch. Wo wir da hinkommen, wir müssen uns gleich einfach nur fallen lassen. Hier. Oh. So, kurzer Prozess. Jetzt weiß ich trotzdem noch nicht, wo die Leiche liegt. Da draußen liegt sie, aber da komme ich gar nicht hin. Was nicht von hier? Da geht's nur noch runter. Ach, scheiße. Ein bisschen Leben verlieren wir jetzt. Weil, das geht's nicht. Ah. Ein bisschen viel Leben, ne? Gut, machen wir schnell was. Das ist ein Nebeltor. Da gehen wir jetzt aber noch nicht rein. Hier ist eine Tür, die können wir aufmachen. Vorrichtung verschlossen, okay. Okay, wir gehen erstmal wieder hier hoch. Nebeltor, lassen wir Nebeltor sein. Wir überlegen, ob ich nochmal zum Leuchtfeuer zurückrenne. Jetzt haben wir so viel entdeckt. Und wenn ich jetzt drauf gehe, dann müssen wir alles nochmal machen. Das ist ja wirklich sehr, sehr ärgerlich. Aber warte mal, also hier war das, diese... Die kommen wir da durch. Nein. Hoch. Sieht doch einfach, das, wenn man hier da hinguckt, sieht es doch einfach nur aus wie eine fette Falle. Auf jeden Fall ist ein sowas von einem Drache da im Hintergrund. Worunter? Also wir gehen zum Leuchtfeuer einmal zurück. Behaupte ich mal zu sagen. Wir suchen das alles hier hinterher nachher. Danach. Denn wenn ich jetzt hier drauf gehe, wie gesagt, ist alles verloren. Eigentlich würde ich mich interessieren, wie ich zu diesem Backen komme, der da runtergefallen. Hinkommen. Da oben vielleicht. Warte mal, das machen wir nochmal. Ich glaube, ich weiß nicht wie. Hoch. Hier runter. Dann nicht. Weg hier rumlaufen einmal. Der lag doch hier irgendwo, ne? Oder ist das verkehrt? Hier rum oder liegt er da vorne? Okay, da müssen wir. Also rum. Muss der ja auch da irgendwo sein. Ja, aber wie kommt man runter zu dem? Und nicht durch. Hier? Okay, ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Keine Ahnung. Gehen wir erstmal weiter hoch. Oben noch ist. Wo wir ganz runter gehen in die
Hölle. Blöde Hyäne. Ich wollte sagen, Harpyier, ne? Harpyier heißen die nicht so? Nee, ich bin ja auch immer Angst, höher zu gehen. Wenn ich runterfall. Eine Krähe? Oh. Muss ich ja lohnen. Roter Symbolspeckstein. Liegt aber noch eine Leiche da. Habt ihr das gesehen? Müssen wir vielleicht nochmal runterhüpfen da. Wo man hier runterhüpfen kann, ich glaube hier an der Seite. Hier ist es am ungefährlichsten. Und? Seele Ritter? Ah. Trotzdem müssen wir zu diesem Leuchtfeuer. Da kommen wir nicht drum rum. Da liegt noch einer draußen, aber wie kommen wir zu dem? Ich würde behaupten, das ist dieser Weg hier. Hier kommen wir nicht raus. Nicht links. Okay. Gut. Wir gehen erst zum Leuchtfeuer, bevor wir durch dieses Tor da gehen. Das haben wir jetzt gesagt, ne? Ich hol mich gern. Wäre auch gar nicht so schlecht. Da geht's durch. Hier gehen wir nochmal hier rüber. Gucken, ob wir einen anderen Weg nochmal finden hier. Leuchtfeuer, ich weiß gar nicht mehr, wo das Leuchtfeuer war, muss ich zugeben. Ich finde ja den Weg dahin nochmal. Ja. Auf jeden Fall die ganze Zeit ein Wolf rein. Da unten sind dann die Schleimdinger. Also ganz klein ist das Gebiet nicht. Ah, hier, jetzt links. Super. Guck mal, den habe ich ja gewartet. Den werden wir schon aus sicherer Entfernung killen. So, und ab zum Leuchtfeuer. Das Leuchtfeuer war ganz am Anfang des Gebiets. Aber vielleicht für uns wirklich sicherer, wenn wir das machen. Hört sich auch immer so merkwürdige Geräusche die ganze Zeit. Gruselig jetzt. Leuchtfeuer war doch hier vorne, ne? Oder bin ich jetzt verkehrt? Ja. Oh, ich dachte, hier steht jemand. Aber keiner. So, 5-mal Heilung, 5-mal Flakons. Ich versuche jetzt nicht hier. Ich möchte jetzt nicht hier großartig. Aber was wir machen können, wir können auch ein bisschen was spenden. Aber das machen wir jetzt nochmal schnell, bevor wir schon hier sind. Und zwar in die Wirklichkeit oder in die Stärke. Oder in die Kondition. Ja, auch nicht verkehrt, ne? Vitalität. Wir machen es mal in die Wirklichkeit. Sollen wir leider nochmal die Gegner hier töten, aber das macht ja nichts. Jetzt auch nicht die Stärksten. Ah, und trotzdem mache ich einen Fehler. Und zack. Ich weiß nicht, ob die Harpyien jetzt auch alle wieder da sind. Wenn ja, dann ist es so. Achso, was ich mal gucken wollte. Wozu ist dieser rote Speckstein überhaupt gut? Würde mich mal interessieren, den wir eingesammelt haben. Rote, der lässt ein Invasionssymbol. Achso, okay. Wir spielen ja nicht online, deswegen glaube ich, hat das nichts mit uns zu tun. Hier zumindest. Irgendwie raus noch? Runter? Gut, also ab zu diesem grauen Tor, um zu sehen, ob da noch ein Gegner kommt. Und so. Die müssen wir schon Rücksicht nehmen. Also Rücksicht, also.
gut. Ja. Ich echt eklig, die Viecher, muss ich zugeben. Ja. Ich kann auch direkt runter. Jetzt aber gar nicht. Aber man könnte da direkt runter. Ah, hast du diese Viecher? Jetzt schon. Okay, die sind gar nicht so schwer. Sind auch sehr schwergängig, aber trotzdem mag ich sie nicht. Darf man ja sagen, ne? Da oben sind da auch noch zwei. Gehen wir da. Ich will gar nicht anlocken. Holt wir ihn heraus. Nein, ach Mann. Das hat man so, wenn man das Schild nicht gewechselt hat. Das ist nicht so ein Quatschfehler, ne? Ich höre da drin immer Geräusche, ne? Die Ratten. Jetzt nicht. Ob wir die anlocken können. Okay. Ratten abholen. Iopai, der müsste uns die ganze Zeit oben in die Fresse schießen. Runter. Beste Idee, oder merke? Menschlichkeit, perfekt. Und so lohnt sich schon mal ein paar Ratten zu killen, ne? Ein hier. Oh. Ja? Okay. Das ist voll mit Ratten, ey. Oh. Und dieses Ding? Echt aufgeschmissen teilweise bei den Ratten. Also aufgeschmissen nicht, aber da auch noch irgendwas da drüben. Sehe ich von hier. Oh, da müssen wir rüberhüpfen. Ja. Da. Okay. Haben wir die Platten kaputt gemacht? Das macht aber nichts. Dann können wir jetzt ja vielleicht auch da rüberhüpfen. Wie die. Bum, bum. So.
Eine Goldmünze. Okay. Aber irgendwie müssen wir auch hier rauskommen, ne? Geht's hoch? Und hier. Okay, okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Gehen wir trotzdem hier runter. Machen. Hoch. Oh, ich hasse dieses Gift. Hier, ups, falsche Richtung. Mal hier, wo ich noch was hab. Nicht mehr viele. Nicht mehr viele. Sehr vorsichtig sein jetzt. Läuft noch einer rum? Ne, das war. Da unten ist aber noch einer auf jeden Fall. Hier mit dem Bogen. Einer auf jeden Fall. Runter. Ja, da drüben ist der andere Heini. Im Weg hier. Andere. Mal kurz. Wir mal von hier erwischen. Ein bisschen Angst. Warte mal, ach so, vielleicht kommt von der Seite. Bringen. Okay, jetzt muss ich die ganze Zeit da. Ja. Okay, schnell weg. Oh. Was für blöde Viecher. Was für nervige, blöde Viecher, ey, ganz im Ernst. Oh. Du mich vergibst, das renne ich mal hier hin. Dass du hier rüber kommst, herkommst.
gibt's doch gar nicht. So. Heilen? Blöde Viecher, ne? Blöde Viecher. Die sind wirklich nervig. So, jetzt sind wir wieder in dem Bereich, wo wir hin wollten, bis wir hier gekommen sind. Da unten ist das. Ach so. Hier liegt auch jemand. Hört auch immer so merkwürdige Geräusche im Hintergrund die ganze Zeit. Da geht's nur runter in den Keller. Scheiße, wie komme ich denn wieder hier rein? Es macht mich ein bisschen traurig. Den ganzen Weg da. Ja. Hier runter? Geht man wieder auch nicht leben, ne? Boah. Alter, was für ein Meistersprung war das denn bitte sehr? Und so? Klappt's. Geht's wieder hoch? So, jetzt geht's durchs Nebeltor. Wo wir zerstört werden. Macht uns nichts. Denn. Naja. Nichts denn. Wir haben einfach gekillt. So, ist mal gefallen. Da wieder hin. Da ist die Harpy dann. Wir können die unten mal schnappen. Okay. So, ich bin gespannt, ob wir jetzt bis Tor gehen oder ob wir erstmal zu diesem Drachen laufen. Wie ist hier noch einiges passiert? Okay, das mag er glaube ich nicht. Mal ein bisschen. Er kommt. Steht da. Und kriegt meine Pfeile ab. Kann sich nur um Stunden handeln. Aber ich mach's schnell mal so. Was heißt schnell, aber. Hier die sichere Schiene mal wieder. Aber so gehe ich in den Kampf und ich habe auch nicht mehr so viel Blaskos. So viele Flaschen, deswegen. Haben wir auch schon über die Hälfte, also. Ist natürlich langweilig, ihn so zu killen. Aber wenn das Spiel die Möglichkeit bietet, dann sage ich nicht nein. So, Stunden später. Tausend Seelen ist jetzt nicht die Welt, aber bin für jede Seele dankbar. Und was hat er fallen gelassen? Ein Drachenstein. Blutschild. Dann ist auch noch ein Drache, oder nicht verkehrt. Drachen gibt es denn hier?
Und dich daran? Leider gerade deinen Partner getötet. Ich hab's wirklich nicht. Ich töte ihn gar nicht. Okay. Hin. Das. Hab keinen Schaden. Na gut. Hier passiert gar nichts. Geht wahrscheinlich auch gerade nicht weiter, oder kann man noch dichter rangehen und dann kann man mit ihm reden. Nee. Okay. Auf jeden Fall zurück. Jetzt gibt es ja nur noch die Möglichkeit, durch das graue Tor zu gehen. Um hier weiterzukommen, glaube ich. Machen wir jetzt auch. Hier kommen wir auch noch runter, ne? Jetzt hier runter gehen, kommen wir schon wieder nicht rauf. Oder geht es immer noch mal in so ein Kellergewölbe? Hier geht, ach, hier kommen wir direkt runter gehen, okay. Mann. Ich wollte einmal ganz kurz was gucken. Da habe ich dieses Schild bekommen gerade. Blutschild? Das wollte ich noch mal anschauen. Habe ich nicht bekommen. Okay. Ja, wobei. Da, Blutschild. 100. Das Blutschild wurde in den verlorenen Legenden. Das Rot des Blutes ist verzaubert und Macht gewährt verschiedene Resistenten. Okay. Gut. Hier erstmal hier runter. Aber die Katakomben. Warte. Hier ist wieder eine versteckte Tür. Nein. Achso, jetzt komme ich direkt runter zu dem Heini. Warte mal, bevor wir das machen, gehen wir nochmal hoch. Auf der anderen Seite kann man auch runtergehen. Wenn ich was übersehe, wäre ja nicht. Hier war gar nichts. Da noch irgendwo hinlaufen? Ich komme da noch irgendwo runter. Ich inspiziere jetzt alles. Okay, also ich drücke mich schon wieder, ne? Ich merke das selber. Gut, ab runter durchs Tor. Wir gehen runter. Ich bin gespannt. Also diese Tür konnten wir nicht aufmachen. Oder haben wir irgendwas bekommen, womit wir die jetzt aufmachen können? Mal an Seite versperrt. Durch Vorrichtung verschlossen. Geht's ja nur noch da rein. Das wird ein Spaß. Was immer uns da erwartet. Ich bin gespannt. Es erwartet uns ein großer Haufen Schleim da unten. Kann man hier irgendwas anderes machen? Irgendwo anders hin? Nein. Sieht irgendwie aus wie was Gefährliches. Warte mal. Wer ist das Gefährliches? Es ist nur einfach ein Haufen toter Leute, die sich um dieses Ding da geschanzt haben. Oder auch nicht. Okay. Eieiei. Hier? Was war da denn? Ja, macht, haut auch nicht Schaden raus, das Ding. Aber irgendwann müssen wir den ja begegnen. Das sind recht viele. Aber warte mal.
Einer ist weg. Okay, warte noch was. Okay. Ei, ei, ei. Okay, das ist ein langweiliger Kampf mal wieder. Es tut mir auch leid. Immer so kämpfen muss, aber irgendwie. Oh. Jetzt haben wir noch getroffen. Denken wir mal was. Eigentlich tut es mir nicht leid, so zu kämpfen, denn. Ach, verdammte Axt. Genau, dreh ich mal weg. Okay, jetzt haben wir getroffen. Mal kurz so, dann trauen sie sich nicht mehr vielleicht. Kommen sie zumindest nicht. Ah, langwierig, langwierig. Okay. Bringt noch mal was? Wir haben auch keine Sachen mehr. Hey, wie viele sind denn das? So ein paar, ne? Warte mal. Oder, oder. Hier. Ah, hab ich erwischt. So. Ich bin gar nicht weniger. Kommt mir zuvor. Jetzt wurde ich ein paar Mal erwischt. Ehrlich. Oh, Mist. Mann, Mann, Mann. Warte mal. So, ist da noch einer übrig, oder?
richtig viele, ne? Und ich habe leider gar nichts mehr gegeben, ey. Sehr, sehr nervig. Ja. Ah. Weg? Oder wird das immer wieder mehr? Da sind doch immer mehr. Ich kann auch nicht sagen, wie viele es vorher waren. Okay, müssen wir aufpassen. Jetzt eng. Ist das alle? Hinten ist noch einer. Ein Bogen. Ah, scheiße, der lebt auch noch hier vorne. Oh, verdammte Axt. Ach, ärgerlich. Aber jetzt kriegen wir es hin. Wir kennen einen Weg. Wir laufen einfach direkt ganz schnell hin. So ein Scheiß. Warte mal. Die Menschlichkeit haben wir dann. Also Quatsch jetzt zu verwenden für mal rein. Aber vielleicht machen wir unsere Menschlichkeit trotzdem mal ein bisschen hoch. Machen wir schnell. Ach, das kriegen wir jetzt auch so hin. So, komm. Muss ich mal eilen hier. So. Gucken, ob ich mich wieder auskenne hier oder mich wieder Alpha Franz. Hier längs? Ja, hier runter und rüber, ne? Okay. Scheiße. Ach Mann. Sowas ärgerliches. Und unsere ganzen Seelen sind auch weg. Das ist doppelt dumm. Aber naja, ich denke, das war es auch erstmal wieder.
Und ja, wir gehen diese Schleimbolzen beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.